Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Und ja, ich bin hier noch auf diesem Autohof und ja, ich habe hier erstmal alle Autos weggeschraubt. So, ich wollte mal reinschauen. Ich kann das zerlegen. Die kann ich zerlegen. Warum kann ich die nicht? Achso, weil die. Oh, hallo. 4 Minuten brauchen die. Ja, ich bin noch ein bisschen auseinander scrappen, weil ich ein bisschen Platz brauche. Du hast auch Sendepause. Hier mal reingeschaut. Roten Eisen kann ich natürlich stacken. So, das soll es auch erstmal gewesen sein von hier aus. Wollte ich jetzt hier den Ausgang. Wo bin ich hier reingekommen? Da. Da lang. Wo müssen wir überhaupt lang? Da hinten lang. Also gehen wir mal hier lang. Ja, ein paar Autos können wir noch auseinanderschraubseln. Ich glaube, Benzin haben wir auch schon ganz gut eingesammelt. Allein schon 2000, 3 Stacks sogar. Oh, geil. Ah, es wird so langsam knapp vom Platz her. Drei Stacks Benzin. Aber gut, wir haben ja dann auch schon wieder ein bisschen was verballert. Allein durch den Bohrer haben wir eine ganze Menge verbraten. Aber so soll es ja auch sein. Was bringt es uns, wenn wir das ganze Material haben und es nicht nutzen? Deswegen auch das, habe ich auch das Geld auch ausgegeben. Das sind auch noch viele Autos. Ja, dafür ist die Kohle ja da. Kohle ist da, um ausgegeben zu werden. Lassen wir hier gerade den ganzen Kram fallen, oder was ist hier los? Siehst du, da tun wir jetzt auch gleich noch ein bisschen was für die Umwelt hier. Bauen die ganzen Autos aus. Ein paar Motoren hatten wir auch rausgekriegt, aber das waren jetzt auch von der Qualität nicht so dolle. Da müssen wir noch mal ein bisschen gucken, weil guck mal hier, gut, die gehen noch. Also der ist natürlich super. Der geht auch noch, aber hier der 5er, müssen wir mal gucken. Eine 12er Batterie ist jetzt auch nicht da, aber die 467er, die ist natürlich geil. Die ist natürlich super. Wir müssen gucken, dass wir hier gleich noch ein bisschen Platz haben für Messing. Kartoffel schmeißen wir mal weg. Davon haben wir zu Hause eigentlich genug. Tierhaut, ja. Mal gucken. Da brauchen wir noch eine ganze Minute. Ist ja unglaublich. Haben wir die eigentlich schon weggelootet hier? Ja, ne? Die da drüben auch. 16 Uhr müssen wir die Uhrzeit wieder mal ein bisschen im Blick behalten. Ah, okay. Ja, das ist natürlich super. Scrap Iron kann ich ganz gut gebrauchen, weil ich hatte in der Nacht nämlich auch noch, also in der letzten Nacht, hatte ich nämlich auch schon mein Dach fertig gebaut zu Hause. Und da hatte ich nachher den äußeren Ring, hatte ich dann nochmal mit Scrap Iron aufgewertet. Und das hat aber nicht ganz gereicht. Das hat nicht ganz gereicht. Insofern ist das ganz super. Wie schnell die Wrench ist. Saugeil, echt. So, Messing. Ich brauche immer noch 24 Sekunden. Das warten wir noch mal kurz ab hier. Ah, 1 Minute 30. Den Kram müssen wir auch noch mal scrappen, aber das reicht momentan von der Zeit her nicht. Wir haben ja die Warteschlange voll. Na komm, mach fertig. Noch drei, noch zwei. So, sehr schön. Dann haben wir das zumindest, dann können wir das nochmal zerlegen. Auch nochmal 1 Minute 15. Deswegen kriegen wir ordentlich Brass raus. Aber naja. Machen wir den Zombie nochmal platt hier. Oder die Zombies beide. Patz! Aber da guckst du doof, ne? Da guckst du doof. Oh, über die linke Schulter. Zack. So, Ruhe. Wie bei Buchner. Wir können mal notgedrungen ein paar Zombies jagen. Zack, und Level 88. Aha. Und trotzdem kein Minibike buchen da.
Es gestaltet sich aber wieder so schwierig hier mit dem scheiß Minibike. Irgendwas ist immer. Also immer, ich habe es in jeder Staffel, dass mir irgendwas, dass irgendwas nicht richtig funktioniert. Also entweder fehlt mir ein Lämpchen, entweder fehlt mir das, entweder fehlt mir das. Und jetzt ist es diesmal das Minibike-Buch. So, hoffentlich kriegen wir das mal irgendwann gebacken. So, wie schaut's aus, platztechnisch? Kriegen wir auch so satt und schwarzes Material raus. Das ist schon super geil hier. Sehr schön. So, wie schaut's? Die können wir auch nochmal auseinandersetzen hier. So. Glas? Wo haben wir den Glasguck denn her? Hm. Keine Ahnung. 4 Stacks Benzin. Saugeil. 5 Stacks. So, geil. 5,5 Stacks. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, eine 395er Batterie. Das ist schön. Was liegt hier? Messing. Ja, gleich nochmal einsammeln. Was haben wir noch? Eisenrohr, Benzinkanister. Benzin ist also auch voll. Das ist natürlich schade. Blei haben wir dabei. Brauche irgendwie. Oder ich muss noch irgendwas wegwerfen. Das eine Glas können wir, glaube ich, mal wegschmeißen. Nehmen wir nämlich noch das noch mit. Das können wir auch mal zerlegen. Eisenrohr können wir noch mit zerlegen. So, was haben wir hier noch? Benzinkanister. Da ist natürlich schade drum. Ah, ne, können wir ja mitnehmen. Zack. Benzin können wir noch mitnehmen. Also Motoren würde ich fast sagen, haben wir erstmal sogar genug, also insgesamt von der Zahl her. Na, ja, viel mehr haben wir auch nicht. Viel mehr Platz meine ich. Oder haben wir noch irgendwas, was wir wegwerfen können? Ei, ungern. Na gut, wir haben sowieso fast 18 Uhr, da müssen wir sonst am... Na, kommenden Tag eigentlich nicht. Kommenden Tag müssen wir uns tatsächlich schon wieder um die Verteidigung kümmern. Oh, was heißt schon um die Verteidigung kümmern? Wir haben Tag 42, das ist Ordentag. Oh. Na gut. Das ist nicht so dramatisch. Können wir nochmal später... Können wir nochmal später aufsammeln. Erstmal zurück. Wir müssen echt sehen, dass wir an Tag 42... Dass wir da nochmal richtig was tun. Wir müssen noch richtig viel Holz holen. Spikes craften etc. pp. Wir müssen da noch ein bisschen was tun. Vielleicht sollten wir heute erstmal schon anfangen hier. Ich muss mal sehen. Ich muss ja auch noch Zement muss ich noch herstellen und so weiter und so fort. Oh, ich habe noch so viel auf der Liste. So, einmal benutzen. Oh, so ein Digger. Den lege ich noch einmal um. Ach du Scheiße, das ist ein Bär. Finde ich kein Zombie-Bär? Naja, solange er uns noch nicht gesehen hat, ist alles gut. Ich glaube, das ist ein normaler Bär. Können wir das stacken? Ne, können wir nicht. Ist das ein normaler Bär? Ich glaube, das ist ein normaler Bär, ja. Für Minibike-Buch. Oh, 456er Helm. Sehr schön. Den werden wir uns auch gleich mal anziehen. Den können wir mal zerlegen. Ich sag ja 100 pro. Wir werden hier noch 100 pro Minibike-Buch finden. Irgendwo hier in einer Häuser oder was weiß ich wo. Ich bin ja wieder ein bisschen neugierig. Tut mir leid. Jo. Kann es ja nicht sein lassen. Ne? Ich muss ja immer irgendwo reinlatschen. Oh, hey. Oh, hey.
Hui. Ja, sehr gut. Genau, so soll es sein. Ist da was drin? Ah, auf jeden Fall Bücher. Mal lieber aus der Distanz. Ja. Geld, was zu essen. Oh, da können wir eigentlich mal gleich mal reinpfeifen. 7 Dollar, scheiße, müssen wir liegen lassen. Zwiebelbuch. Oh, oh. Oh, da haben wir uns extra eine gekauft. Naja gut, okay, das ist grün. Aber da können wir sonst immer noch eine zweite Woche von basteln. Oh, irgendwas muss ich irgendwie. Die könnte man eigentlich wegschmeißen. Die kann ich selber herstellen zur Genüge. Na gut, wir müssen was wegschmeißen. Lass mal Blei, scheiß auf Blei. So, haben Mini-Beibuch. Mini-Beibuch. Arschloch. Es ist mir nicht vergönnt. Es ist mir einfach nicht vergönnt. So. Weiter geht's. Eigentlich müssten wir in jedes Haus einmal reinrushen, sozusagen. Um wirklich in jedem Haus mal zu gucken, ist da ein Mini-Bike-Buch drin? Ist da ein Mini-Bike-Buch drin? Es gibt überall so viele Rezeptbücher. Und ich schwöre, hier ist irgendwo ein Haus, was dieses Scheiß-Buch irgendwo beinhaltet. Definitiv. Das würde mich echt wundern, wenn man das hier nicht finden kann. Wobei ich natürlich auch nicht weiß, ob der Loot schon... Ich glaube, der Loot wird erst in dem Augenblick festgelegt, wo du es lootest halt tatsächlich, ne? Also es wird nicht gleich von Anfang an. Macht ja auch keinen Sinn. Wenn du es direkt von Anfang an festlegen würdest, dann hättest du ja immer nur beschissenen Loot. Nee, ich glaube, das wird in dem Augenblick... Ach, da will ich gar nicht jetzt reingucken. In dem Augenblick, wo du es lootest, ich glaube, da wird der Loot dann tatsächlich festgelegt. Random. Achso, ich wollte schon sagen, da kommt ein Bär. Das sah echt aus. Ich dachte, da hier unten steht ein Bär in der Kuhle drin. Ich sehe nur den Kopf. Oh. Oh. Oh, ah! Minenfeld. Hätte es fast wieder gepasst. Oh. Ich laufe aber auch mal einfach schnurstracks rein ins Minenfeld. Meine Güte. Schockmomente, doch. Schockmomente für den Nordisch. Ist ja ekelhaft. So. Ja, aber wir müssen, wie gesagt, wir müssen konsequent gleich an der Verteidigung arbeiten. Und auch nächsten Tag an der Verteidigung arbeiten. Gerade nächsten Tag. Vielleicht gehen wir nochmal mit dem Bohrer los, dass wir vielleicht nochmal Material holen. Aber auf der anderen Seite dauert es natürlich auch noch so ewig, bevor wir das Material tatsächlich dann auch fertig haben. Weil es ist ja nicht damit getan, dass wir Stein abbauen, sondern wir müssen das ja auch noch einschmelzen und wiederherstellen und so weiter und so fort. Das ist ja... So... Spikes müssen wir auf jeden Fall auch noch herstellen, ohne Ende. Ach ey, das wird nicht weniger Arbeit hier. So. Ich hatte eine Kiste. Hier, genau, bei der Kiste hatte ich mir alles am Material schon mal reingesetzt, was ich auf jeden Fall für Spike nutzen will. 86er, da können wir die Motoren schon mal tauschen. So habe ich nämlich quasi immer das beste Material halt für das Minibike dann immer zur Verfügung. Das ist eigentlich insofern schon ganz gut. So, Sniper Rifle, das ist schon mal super. 3,95er Batterie. Ich pack mal. Hier ist das Zeug, was wir verkaufen wollten, ne? Hier packe ich nochmal die Maschinen rein. Das kommt in eine andere Kiste. Das kommt hier mit rein. Waffenkiste. Verbrauchsmaterial, okay. Essenskiste hatten wir hier. Doch, da hatten wir schon Fleisch. Moldy Bread hatten wir hier doch auch drin, ne? Meine ich doch. Da haben wir Moldy Bread drin. So, das kommt in die Sammelsurium-Kiste. Das ist okay. Das kommt auch noch in die Sammelsurium-Kiste.
Waffenkiste. Da müssen wir mal gucken. Achso, das kommt auch in die Sammelsurium-Kiste hier. Schwupps. Eisen kommt da hinten rein. Kohle packen wir hier mit rein, weil das ist ja quasi unsere Verkaufskiste oder unsere Handelskiste. Brass können wir da hinten mit reinschmeißen. Haben wir auch schon wieder 1185, alter Finne. Achso, und Patronenhülsen. Patronenhülsen kommen natürlich in die Waffenkiste. Wie viele Patronenhülsen haben wir? Die müssen wir auf jeden Fall auch noch ein paar von herstellen. So, Benzin haben wir, glaube ich, auch ordentlich gesammelt. So, schwupps. Siehst du, und schon sind wir leer sortiert. Ach, siehst du, also erstmal mit Benzin sind wir erstmal gut ausgestattet. Das sieht schon mal fein aus. Ich habe hier übrigens aus dem Ölschiefer und den Dosen habe ich nochmal Öl hergestellt. Das habe ich auch mittlerweile eingelagert. Die Teile sehen auch nicht schlecht aus, wobei Handgriffe, ich glaube, die könnte ich mittlerweile sogar noch besser herstellen. Da müssen wir mal schauen. So. Was machen wir als nächstes? So, wie schaut es hier aus? Hier, okay, wir haben 5515 Eisen. Das sieht schon sehr schön aus. Clay ist auch noch am Einbrutzeln. Haben wir auch schon 3000, das ist fein. So, wir brauchen auf jeden Fall Holz. Eisen wollte ich noch haben. Blei, wir können natürlich Messing nochmal einschmelzen. Eisen hatten wir ja nichts mehr, da müssen wir mit dem Bohrer los. Okay, wie schaut es hier aus? Da hatten wir 144 Beton. Da können wir auch schon mal wieder aufwerten. 1900 Stein, das ist auch schon sehr schön. Gehen wir hier auf 20 Minuten. So. Und dann machen wir wieder Zement ohne Ende. Zack. So, Zement einschmelzen und Messing. Achso, da können wir auch gleich noch Patronenhülsen eigentlich herstellen. Aber gut, Zement ist das sowieso erstmal 11 Minuten noch in Gange, das passt schon. Was haben wir hier? Hier haben wir nichts mehr drin. Da können wir unten nochmal schauen, wo wir da mit Beton aufrüsten können. Das ist alles. Was mich wundert, dieser eine Block, ne? Dieser Block hier, der ist die ganze Zeit noch am Trocknen. Der ist die ganze Zeit noch am Trocknen, das Schweinevieh. Alles andere ist schon getrocknet. Ich habe hier zum Beispiel hier oben die ganze Ebene. Hier habe ich schon mal angefangen. Auch so hier, das, was alles hier über Kreuz läuft. Das habe ich hier alles schon schön aufgerüstet und ist alles schon getrocknet. Nur diese eine Ecke nicht. Aber ich wollte nämlich dann halt auch die Stabilität des gesamten Gebäudes mal ein bisschen absichern. Wenn nachher erstmal die Spucker kommen, dass das hier auch nicht gleich alles zusammenbricht. Aber eigentlich sollen erstmal die äußeren erstmal aufgewertet werden. Da müssen wir auch nochmal aufwerten. Okay. Gut. Also ich muss auf jeden Fall nochmal ein bisschen Stein, auf jeden Fall noch Beton herstellen ohne Ende. Aber gut, das ist ja erst in der Mache. Ich muss ja auch erstmal Stein erstmal wieder zu Zement verarbeiten. Das ist nämlich das, was eigentlich richtig, was nachher eigentlich erstmal richtig Zeit kostet. Ja, okay. Ja, Beton. Beton muss ich herstellen. Was wollte ich denn noch machen? Ich wollte eigentlich von außen. Ach so, richtig. Ich wollte mich über die Spikes rüberbauen, damit ich hier auch diese gebogenen Rampen nicht da habe, damit ich die auch mal mit Beton auskleiden kann. Aber da ich sowieso keinen Beton mehr habe momentan, muss ich erstmal sehen, dass ich wieder ein bisschen Beton herstelle. Und auch hier die ganzen Ecken hier, das wollte ich auch alles aufwerten. Hier wollte ich alles aufwerten. Hier auch diese Etage wollte ich alles aufwerten. Oh. Das dauert alles so lang. Wir brauchen einfach mehr Stein. Wir brauchen einfach mehr von allem. Und wir werden, oder ich mal gucken, ob ich jetzt noch vielleicht nochmal eine zweite Forge dazu baue, dass wir wirklich eine Forge haben für Munition und Eisenherstellung und eine Forge vielleicht separat für Betonherstellung, beziehungsweise für Zementherstellung. Das wäre vielleicht auch gar nicht verkehrt. Dann können wir die nämlich durchrasseln lassen. Dann können wir wirklich dann einen Stack oder zwei Stacks Steine dann immer reinpulvern. Das wäre, glaube ich, eigentlich ganz praktisch. Das können wir eigentlich mal angehen noch in dieser Folge, oder? Eine zweite Forge. Vielleicht hier vorne eine zweite Forge stellen. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir haben sowieso gerade Nacht, aber egal. Wir machen nochmal ein paar Überminuten, denn ich will eben nochmal fix
Eine Forge herstellen, eine zweite Betonforge sozusagen, eine Zementforge. So, wir brauchen auf jeden Fall, wir brauchen Steine brauchen wir. Wir brauchen Leder. Pipes brauchen wir. Steine meine ich und... Ja, Leder, da müsste es eigentlich reichen für Bello. Bello, Blatterbike. Wollen wir gleich zwei herstellen? Wir stellen gleich zwei her. Falls wir doch nochmal zwei Forges bauen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn wir uns hier vielleicht in den Keller runterbuddeln. Und dass wir dann nachher vielleicht im Keller unten nachher auch die Forges stehen haben. Weil eigentlich war es ja so geplant, wenn wir uns auch mit dem Graben ganz nach unten buddeln, dass wir auch ganz unten halt die Forges und sowas stehen haben. Ne? Dass wir es wirklich ganz unten im Keller haben. Und dass wir hier oben letztendlich auch gar nichts weiter stehen haben. Also auch vielleicht nur mal eine einzelne Lagerkiste als Müllkiste. Aber eigentlich sollte so die ganze Produktion, das sollte eigentlich alles direkt im Keller. So, und dann brauchen wir gleich noch eine Forge, eine Schmiede. So, haben wir alles. Blasebalg, alles klar. Lehmklumpen haben wir, kleine Steine haben wir, sehr gut. So, machen wir gleich zwei Forges fertig. Eine können wir uns jetzt mal auf Lager legen und die andere nehmen wir dann hier als... die andere nehmen wir dann erstmal auf Lager und die andere nehmen wir dann halt als Zementforge. Ach, natürlich. Natürlich kommen jetzt wieder die Zombies, wenn es dunkel wird. Ja, die können sich erstmal schön an den Spikes aufreiben, die Schweine. Ach komm, wir gehen mal raus. Komm. Ich muss ja auch nochmal Bolzen alles herstellen. Oh, hey. Hauptsache am Rand links laufen. Wo sind die anderen? Hier unten? Ja, das ist natürlich der einzige Nachteil in dieser Konstellation und Konstruktion, dass wir so nicht direkt nach unten schießen können. Also hier direkt runter können wir nichts machen. Aber gut, dafür haben wir das Erdgeschoss. Ist immer noch am Leben da hinten. Hey. So, Ruhe im Puff. Ach, gehen wir mal runter. Oder seid ihr im Graben? Das kann natürlich auch sein. Was ich auch beim nächsten Mal, bei meinem nächsten Projekt anders machen werde, da werde ich hier nämlich diese Leitern, diese Treppen hier nicht hinbauen. Das finde ich mir so ein bisschen ungeil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte das mal so machen sollen, dass ich wirklich einmal in der Mitte straight runtergehe. Ich glaube, das ist wesentlich einfacher und besser, als das so zu bauen hier. Hier müssen wir auch mal dringend weitermachen. Irgendwie. Das Ding müssen wir auch nochmal weghauen, weil ich komme hier nicht mal im Keller runter. Können wir da... Mal gucken, ob das reicht. Hab ich Holz dabei? Ah. So, Ramp Frame. Ich brauche einen Ramp Frame. Eine Rampe. So. Das lässt mir nämlich jetzt keine Ruhe. Jetzt mal gucken, ob das überhaupt funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ah, hier kommen wir gerade so runter. Okay, dann passt das ja. Ja, die sind 100 pro da hinten drin. Das ist natürlich die Gefahr. Die könnten sich natürlich hier hinbuddeln. Das höre ich nämlich schon. Die buddeln sich da durch. Das ist natürlich die Gefahr. So, 250. So, einmal das und Steine. Dann können wir auch gleich nochmal Beton wiederherstellen. So. Forky. Das sollte ja die letzte Ansammlung sein. So, hier packen wir auch noch eine Forge hin und dann mache ich die gleich fertig für Beton. Und dann passt das schon.
So, Freunde der Sonne, dann würde ich mal sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ja, ich werde noch hier ein bisschen ausharren, werde hier noch ein bisschen rumcraften, wie ich das immer mache. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge 7 Days to Die, wieder an Tag 42. Da werde ich es dann auch so machen, dass ich dann, ich sag mal so vielleicht bis Mittag oder so, dass wir die nächste Folge auf jeden Fall noch fertig machen. Und dass ich mir dann danach eine kleine Pause gönne und dass wir dann frisch, rum, fröhlich, frei mit der Horde in der übernächsten Folge dann durchstarten. Macht es gut, baut keinen Scheiß und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut, tschüss.